Schön, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind bei der Hoffnungszeit, jetzt in der Fastenzeit. Ich bin Susanne Grimbacher, Leitung des Projekts Junge Erwachsene hier in der Diözese. Und wie viele andere auch, bin ich seit Beginn des Lockdowns überwiegend im Homeoffice. Das bedeutet, ich bin etwa 90% der Zeit allein daheim und meide eben auch viele Kontakte. Ich merke, das geht langsam auch an die Substanz. Also ich bin jemand, der viel Energie aus dem Kontakt mit anderen Menschen zieht. Und so manches Mal ist es echt frustrierend, so allein daheim zu sitzen. Fastenzeit ist für mich eine Zeit, in der ich mir manche Dinge nochmal bewusst machen möchte und eine Aufmerksamkeit darauf legen möchte. Und in diesem Moment oder in dieser Zeit eben besonders darauf, was mich lebendig macht, was mir eben Energie gibt. Das bedeutet konkret, ich würde gerne eine Art Tagebuch schreiben, wo ich jeden Abend eine Sache benenne, die an diesem Tag gut war. Ein guter Kontakt mit Menschen, sei es ein gutes Telefonat oder eine liebe Nachricht oder ein wohltuender Spaziergang. Etwas, das mich eben zum Lächeln gebracht hat an diesem Tag. Weil wir können zwar wenig beeinflussen, wie die Situation ist, aber ich glaube, wir können doch beeinflussen, wie wir damit umgehen. Und genau das ist so ein Gedanke, den habe ich auch in der Lesung heute gefunden. Und die Stelle aus dem Buch Deuteronomium hören wir jetzt. So spricht Gott. Nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe, zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Liebt euren Gott und hört auf ihn. Haltet ihm die Treue. Dann werdet ihr am Leben bleiben und in dem Land wohnen, das Gott euren Vorfahren, Abraham, Isaak und Jakob, versprochen hat. Wählt das Leben. Unser Gott ist ein Gott des Lebens. Und so beten wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das uns verbindet, das unsere Lebensgemeinschaft verbindet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, die Corona-Krise ist wie die Fastenzeit eine Wüstenzeit. Das normale Leben ist angehalten. Es ist Zeit zum Innehalten, Zeit zum Klagen und Trauern, Zeit zum Üben von Geduld und Demut, Zeit, neue Hoffnung zu schöpfen, Zeit zu unterscheiden, was uns tröstet und was nicht. Schenke uns für diese Fastenzeit deinen Segen. Und so segne uns Gott, Vater und Mutter, Sohn und Heilige Geisteskraft. Amen.